Exzellenz. Herr Weihbischof, Sie haben in der ersten Sendung schon einige theologische und auch historische Grundüberlegungen über die Heilige Messe angestellt. Wir haben erfahren, dass es sich bei dem Messopfer um eine Vergegenwärtigung der Tat Jesu am Kreuze handelt. Da möchte ich jetzt wieder ansetzen. Hat das Heilige Messopfer eigentlich auch noch andere Bedeutungen? Natürlich. Wir haben gesagt, das Wesentliche im Heiligen Messopfer ist die Gegenwärtigsetzung, nicht die Wiederholung, sondern die Gegenwärtigsetzung der Erlösungstat Christi am Kreuz. Und diese, die Heilige Messe an sich setzt das gegenwärtig in einer sakramentalen Weise, das heißt wie ein Sakrament, das ist ein äußeres Zeichen im Rahmen des Gebetes der Kirche. Das ist das feierlichste Gebet der Kirche überhaupt, in welchem dieses Zeichen vollzogen wird, das Sakrament, und somit der Tod Christi bezeichnet wird, also hingewiesen wird, durch die zwei getrennten Gestalten von Brot und Wein. Das ist ein äußeres Zeichen des Todes, weil das Blut und der Leib sich trennen. Und das auch bewirkt wird, dass diese Tat Gegenwart wird. Und gleichzeitig enthält die Heilige Messe dieses Sakrament unzertrennbar den anderen Aspekt der Kommunion, wie wir sagen. Also das heißt, der Leib Christi und das Blut Christi, das für uns hingeopfert worden ist, das der Herr für uns hingegeben hat, um uns auch zu ernähren als Speise und als Trank für unsere Seelen. Nicht für unsere Leiber, sondern für unsere Seelen. Das ist eine übernatürliche Speise. Das heißt, dieser Aspekt, der Leib Christi und das Blut Christi als Speise und Trank, ein geistlicher, für unsere Seelen, das ist auch der zweite Aspekt im Geheimnis der Heiligen Messe, welcher unzertrennlich zum Aspekt des Opfers gehört. Dieser zweite Aspekt der Kommunion oder dieser Speise oder des Mahles, wie man auch sagt, fließt heraus aus dem grundlegenden und wesentlichen Aspekt des Opfers. Und man sagt, wie in der Theologie, das ist ein integrierender Bestandteil. Also ein integrierender Bestandteil. Deswegen ist eine Messe unvollständig, zum Beispiel, wenn niemand den Leib und das Blut Christi empfängt. Das heißt, wenigstens der Priester, der die Messe vollzieht, dieses Sakrament, ist verpflichtet und muss den Leib und das Blut Christi empfangen.